Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil. Ich beschränke mich auf eine ganze Menge von Bildern. Natürlich habe ich auch ein bisschen einleitenden Text und versuche das Thema der industriellen Qualitätssicherung zu erklären. Wir zeigen dann, wie wir Röntgentechnik, Computertomographie, aber auch das 3D-Digitalisieren benutzen können, um die Qualität von Bauteilen zu dokumentieren und gegebenenfalls die schlechte Qualität von Produktkopien auch nachzuweisen. Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen, sitzen in Remscheid, aktuell 22 Mitarbeiter, seit 38 Jahren machen wir das. Also man sieht, mein Vater hat das Unternehmen gegründet, auch wenn hier wenig Haare sind, so alt bin ich noch nicht. Wir befassen uns mit 4 Kerntechnologien, Tasten, Sehen, Scannen, Röntgen, beschreibt also die Kerntechnologien der dimensionellen Messtechnik. Heute im Schwerpunkt 3D-Digitalisieren und der Bereich Röntgen und Computertomographie. Ich habe 2 Technologien heute für Sie mitgebracht. Eine, die wir faktisch mitgebracht haben, die andere kann ich nur erklären und ein paar schöne Bildchen zeigen. Streifenlichtprojektion und Computertomographie. Wir starten mit der Streifenlichtprojektion. Da das keine Werbeveranstaltung sein soll für den Sensor, den ich mitgebracht habe, habe ich einfach auch mal ein paar andere Systeme vorgestellt. Wir sprechen also von typischen Scanning-Systemen. Basierend Hauptvolumen ist die Streifenlichtprojektion. Ein solches Gerät haben wir mitgebracht, der Firma GOM. Wir sind Partner der Firma GOM. Auf der anderen Seite handgeführte Laserscanner, das ist, was Sie so erzählt haben, wo wir einfach mit einem großen Messbereich in wirklich dieser Geschwindigkeit Bauteile digitalisieren können, in etwas schlechterer Qualität. Es gibt aber auch noch Digitalisiersysteme, die Sie auf eine typische Messmaschine draufschnallen, um so auch 3D-Datenmodelle erzeugen zu können. Stehe ich so im Bild oder geht das für Sie? Okay, gut. Prinzip der Streifenlichtprojektion, wir haben es hier mal am Beispiel eines so ein Kinderrutschauto gezeigt, also ein Projektor erzeugt ein Streifenmuster, dieses Streifenmuster trifft auf die Oberfläche und schmiegt sich der Oberfläche an. Die sogenannte Bildbeugung machen wir uns zunutze, indem ein Kamerasystem auf das Bauteil draufschaut. Ich versuche hier diesen Triangulationswinkel zu zeigen. Dieser Triangulationswinkel schaut auf das Bauteil drauf. Der Algorithmus weiß, zum Zeitpunkt, als ich die Streifen erzeugt habe, waren sie gerade und ich sehe, jetzt sind sie gekrümmt. Und aus Kenntnis dieser Oberflächenkrümmung, wie man hier eigentlich am schönsten erkennen kann, berechnet er Oberflächenpunkte. Je nach Sensorauflösung sind das hier bei unserem Sensor 8 Megapixel, das heißt 8 Millionen Bildpunkte bei einem vollends geschlossenen Bildpunkt werden aufgenommen. Das ist eine ganz, ganz mächtige Zahl, wenn man sich überlegt, dass 8 Millionen Punkte, jeder Punkt hat eine XYZ-Koordinate und wir brauchen für einen Scan, wie man hier sehen kann, die Messeaussage ist 2-3 Sekunden, die Praxisaussage ist vielleicht 10 Sekunden, aber wir erzeugen dann in 10 Sekunden bis zu 8 Millionen Messpunkten. Was kann man mit diesen Messpunkten machen? Wir sprachen schon über das STL-Netz, von daher freue ich mich drüber, ich klicke das schnell durch. Ausgangspunkt nach der reinen Punktewolke ist ein sogenanntes trianguliertes STL-Modell. Wir dünnen die Punktewolke aus, beschreiben trotzdem die Oberflächengeometrie noch sehr genau. Was macht man damit? Die klassische Flächenrückführung. Man kann das auch anders als Produktpiraterie nennen. Wir sind hauptsächlich im legalen Bereich unterwegs, wo man sagt, okay, es ist ein Bauteil, von dem es keine CAD-Daten mehr gibt. Ich bin Besitzer oder Eigentümer dieses Designs. Ich brauche davon ein Folgewerkzeug. Oder aus der Praxis heraus, Sie sind Kunststoffspritzer. Sie haben ein Bauteil, was nach dem ersten Spritzgussvorgang noch nicht ganz in Ordnung ist. Sie machen händische Änderungen am Werkzeug, also machen das Werkzeug krumm, damit das Bauteil wieder gerade ist. Alle freuen sich, dass das Bauteil gerade ist, aber keiner weiß mal, Mensch, was haben wir denn am Werkzeug gemacht? Also digitalisieren wir das Werkzeug und über die Flächenrückführung bekommen wir eine Ist-Kontur desjenigen Werkzeuges, das ein gutes Bauteil ausspuckt. Additive Fertigung und 3D-Druck ist heute ja ein großes Thema, CNC-Bearbeitung oder Qualitätskontrolle und hauptsächlich hier Teil-zu-Teil-Vergleich. Als Anwendungsbeispiele ganz kurz noch was mitgebracht, was macht man damit? Also die typische Autofelge im Bereich Messen gegen das CAD-Modell, ein Autositz, ein Bauteil aus der Konsumgüterindustrie, wenn man so ein bisschen sehen kann, die WADO-Roller, können wir erzählen, dürfen wir noch nicht schreiben, oder halt der Bereich der Flächenrückführung. Jetzt sehen wir diese farbkodierten Bilder, die jeder von Ihnen bestimmt schon mal gesehen hat, vielleicht in einem anderen Kontext, und zwar im Bereich der Thermografie. Also wir zeigen grafisch mit Farben irgendwelche Temperaturabweichungen. Das geht mit Drücke, das geht mit Temperatur und wir machen das maßlich. So wie funktioniert denn das? Was sagt uns das an? Falschfarbenbild. Am Anfang ist das CAD-Modell. Wir haben die Scandaten, wir verheiraten die Scandaten mit dem CAD-Modell und kommen zur sogenannten Durchdringung. Jetzt sehe ich schon und Sie in 10 Sekunden auch, naja,
Wir erkennen, dass die Scan-Daten in dem mittleren Bereich aus dem CAD-Modell herauskommen. Vermutlich hat das Bauteil da eine Beule nach außen. Und in anderen Stellen ist das Originalbauteil etwas kleiner als die CAD-Daten. Es liegt also unter den CAD-Daten. Das sagt uns nicht so viel aus, also lassen wir das mal einen Computer machen und bekommen dann ein typisches falschfarbenkodiertes Bauteil. So, wie funktioniert das? Toleranzbandprinzip. In der Mitte null oder keine Abweichung, alles in Ordnung. Das Bauteil entspricht dem CAD-Modell. Nach oben als schöne Eselsbrücke die Sonne, zu viel Material, quasi eine Beule nach außen und das Gegenteil, die kalten Farben, eine Minusabweichung, wenn man sich diese Skala hier von Plus nach Minus anschaut. Also kann man wunderschön sehen, wie wir es hier schon vermutet haben, das Bauteil hier rot, zu viel Material, eine Beule nach außen, in dem Ring hier drum ist es ziemlich in Ordnung und hier nach unten fällt das Bauteil ab. Man kann es eigentlich immer ganz gut zeigen, ähnliches Bauteil wie hier. Alles in Ordnung, in der Mitte eine Beule und das Bauteil macht hier oben, wenn wir in die richtige Ecke gucken, nach hinten, knickt es quasi nach hinten. So kann sich jeder relativ gut vorstellen, wie die Aussagekraft dieses Falschfarbenvergleichs ist. Kommen wir zu dem Hauptthema, Praxisteil dieser sogenannten Kaffeekanne. Das ist freundlicherweise, haben wir vom Museum Plagiarius, das wurde schon erwähnt, ein Artefakt bekommen, eine originale Kaffeekanne der Firma Alfie und dazu die gemeine Kopie. Wir haben uns das Ding mal angeschaut und sagen, naja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber auf den ersten Blick sieht das schon ziemlich ähnlich aus. Den 3D-Scan live macht hier mein Kollege hinter mir, Datenaufnahme der kompletten Geometrie per Streifenlichtprojektion beider Kannen. Das zeigen wir gleich im Praxisteil auch nochmal gerne live. Vergleich von Millionen von Messpunkten in Sekundenschnelle, auch das werden Sie gleich sehen. Und Ergebnis im Falschfarbenbild lässt sich dann gleich eindeutig erkennen, dass Original und Kopie sich maßlich sehr, sehr dicht ähneln. Das heißt, wir haben tendenziell grüne Farben und so könnte man gegebenenfalls, das müssen wir vielleicht auch mal besprechen, relativ eindeutig mit moderner Technologie sagen, naja, mit dem Zollstock und mit dem Messschieber machen sie nicht so viel an der gekrümmten Kontur, aber mit einem 3D-Digitalisiersystem, wenn wir Original und Kopie übereinander legen, lassen einen Algorithmus die Qualitätsbetrachtung durchführen, sehen wir, das Ding sieht relativ grün aus, leider relativ dicht ist die Kopie am Original. Eine gute Kopie, genau. Bei den guten Kopien kommt es ja darauf an, bei den schlechten, dann sagen, der Griff ist auf der anderen Seite oder wie war das früher mit dem Lacoste, mit dem Krokodil, das guckt in die falsche Richtung oder Rolex heißt Bolex, also da, ne, da sieht man es, da ist vielleicht ganz so albern, das sind glaube ich nicht die Sachen, die einen Image-Schaden verursachen oder die den Käufer bewusst in die Irre führen. Legales Projekt, Fuchsfelge, auch schön erzählt, es gibt jemand aus unserer Kundschaft, der ist Porsche-Fan, 1:1 Fahrzeug, hat sich ein Modell gekauft, von Burago 1:18, das Modell gab es von Porsche tatsächlich mit diesem speziellen Spoiler auch in der Farbe. Blöderweise war auf dem Burago-Modell die falsche Felge drauf. Jetzt sagt er, na gut, Geld spielt keine Rolle, ich möchte das Modell gerne 1:1 haben, also ich brauche die Fuchsfelge in Kopie. Was haben wir gemacht? Wir haben die Original-Fuchsfelge bekommen, wir haben sie digitalisiert per Streifenlichtprojektion, wir haben über Flächenrückführung ein CAD-Modell erzeugt, wir haben das Ganze in den 3D-Drucker gesteckt und so kriegen wir eine Fuchsfelge in ziemlich guter Qualität im Maßstab 1:18. Jetzt hat die Fuchsfelge natürlich hier im 3D-Druck wahrscheinlich mehr gekostet als der Burago Porsche, mal 4, aber trotzdem, er war relativ happy und hat das dann an sein Auto dran gemacht und stellt es auf seinem Schreibtisch aus und freut sich drüber. Kurze Technologieübersicht, wofür benutzen wir Scanning? Gleich im Vergleich zum zweiten Thema industrielles Röntgen oder Computertomographie. Wo setzen wir es ein? Vollflächige Erfassung aller Merkmale, in Klammern wo optisch zugänglich? Wir haben eine hochgenaue Abbildung auch von sehr, sehr kleinen Konturen. Beispielsweise, wenn wir die Münze, eine Euromünze scannen wollen, sehen wir es auch noch sehr, sehr genau. Für Freiformkonturen die schnellste oder zeitökonomischste Methode des 1:1 Teilevergleichs, also genau das, was wir jetzt hier mit der Kaffeekanne machen, das geht mit Streifenlichtprojektion wirklich, wenn wir jetzt das mal uns mal anschauen und sagen, wir scannen es nicht gänzlich, sondern wirklich nur mal eben schnell, quick and dirty, brauchen wir wirklich keine 10 Minuten pro Scan, vergleichen das miteinander, sprich nach einer halben Stunde ist der Beweis eigentlich geführt, dass die Dinger relativ ähnlich ausschauen. Was sind die Vorteile? Komplette Erfassung der Geometrien. Ein erster sehr, sehr schneller Eindruck über die Geometrie eines Bauteils im Vergleich zur klassischen taktilen Messtechnik, was auch unser Kerngeschäft ist, wo man das Bauteil erstmal aufstellt und ausrichtet und einen Taster kalibriert und versucht, das Ding von verschiedenen Seiten anzufahren. Stellen wir es hier drauf, machen es ein bisschen weiß, scannen es und bekommen sehr, sehr schnell den ersten Eindruck. Millionen von Messpunkten, also eine sehr detailreiche Abbildung der Kontur. Zudem Technologie im mittleren Preissegment, sowohl im Kauf als auch in der Dienstleistung im Vergleich zu CT. Und
dieses mobile System, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, wenn wir jetzt mal von diesem Schwerlaststativ, was nicht ganz so händisch ist, absehen, das können wir auch auf ein Dreibein-Fotostativ stellen, dann haben wir ungefähr einen Aufbau vielleicht in 20 Minuten, Gesamtgewicht 40 Kilo. Die Kiste, die Sie hier sehen, passt eigentlich in jeden Standard-PKW, wie gesagt, mit Ausnahme halt von diesem großen Stativ. Was sind die Grenzen? Wenn wir Hinterschnitte und kleinste Vertiefungen haben, kommen wir aufgrund des Triangulationsprozesses nicht in die Kontur hinein. Hinterschnitte sind nicht sichtbar. Dort, wo wir optisch entweder nicht hinschauen können oder keine Streifen projizieren können, da bekommen wir auch keine Scan-Daten. Plus, was eine weitere Grenze ist, wir können gleich die Kanne mal nehmen. Ich nehme es jetzt mal eben hin und zeige es Ihnen mal. Die ist ja gescannt, ne? Genau. Wie Sie sich eine typische Kaffeekanne vorstellen können, ist die ja eigentlich so, spiegelnd glänzend. Das ist eigentlich somit das Schlimmste, was es gibt für ein optisches Digitalisiersystem. Wir sprechen von sogenannten nicht gerichteten Reflexionen. Quasi das Streifenmuster fällt nicht so schick auf die Kontur, dass das Kamerasystem das sehen kann, also müssen wir es einweißen. Bei spiegelglänzenden Bauteilen sprühen wir das ein, ebenso wie bei schwarzen Bauteilen. Warum? Auf den schwarzen Bauteilen sehen wir einfach den Schatten nicht mehr. Also bringen wir eine Art Kreidespray auf. Sie sehen, also ich würde es jetzt vielleicht nicht ablecken dann, aber Sie können sehen, wir kriegen es rückstandslos runter. Von solchen polierten Oberflächen natürlich besonders einfach. Wir kriegen es rückstandslos runter und es beschädigt das Produkt nicht und macht es einfach optisch digitalisierbar. Also es ist kein Lackieren mit einer Farbe, sondern ein Besprühen mit einer Art Kreidespray. Zur zweiten Technologie, Computertomographie. Kurz als Prinziperklärung, jeder kennt wahrscheinlich das medizinische CT, ob man schon mal drin war oder es gesehen hat. Also man liegt auf der Pritsche, Röntgenröhre und Detektor oszillieren um den menschlichen Körper, um in einer kurzen Zeit möglichst viele Daten zu bekommen, weil der Röntgenstrahl an sich schlecht ist für einen lebenden Organismus. Bei der industriellen Computertomographie drehen wir das Verfahren um. Letztendlich ist es aber exakt das Gleiche, außer dass die Röntgenröhre steht, der Detektor steht und das Bauteil dreht sich in der Mitte. So erzeugen wir bei Computertomographie aus vielen verschiedenen einzelnen Röntgenbildern eine 3D-Punktewolke, mit der man dann relativ spektakuläre Sachen machen kann. Es gibt verschiedene Leistungsklassen. Wir können da, ich will nicht den Nachmittag da weit in Länge ziehen, wir können da vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Also verschiedene Leistungsklassen heißt eigentlich nur, Sie stellen sich vor, das wäre eine Taschenlampe. Wie hell ist die Taschenlampe? Wie viel Energie kommt raus? Um ein Kunststoffteil zu durchleuchten, braucht man sicherlich weniger Energie als eine Metallkaffeekanne mit einem Glaskorpus innen drin. Anwendungsbeispiel, jetzt kommen wir zu den versprochenen Bildern. Ich habe einfach mal ein paar Sachen mitgebracht, ich klicke das mal durch. Mit der Röntgentechnik blicken wir ins Innerste der Bauteile. Wir machen also Produkte von innen sichtbar und schauen beispielsweise hier Revolverschraubendreher. Wir drücken auf diese Feder, dann springt das Ding auseinander. In diesem Revolver sind die Bits, die Sie hier vorne einstecken. Vielleicht ein bisschen leichter zu erklären, das Sturmfeuerzeug, wo wir hier letztendlich den Feuerstein, dieses Rad sehen mit dem Feuerstein, eine kleine Feder zu erkennen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, das gibt der Beamer nicht her. In diesem Wattebausch ist hier noch ein bisschen von diesem Docht, der hier oben hingeht und quasi dann das Flüssigkeitsgemisch dann entzündet. Wie ist das mit der Batterie? Eine 9-Volt-Batterie besteht aus 6 einzelnen Zellen von 1,5 Volt. Wusste ich auch nicht, bis wir mit Röntgen reingeschaut haben. Also jede Batterie besteht eigentlich aus 1,5 Volt-Konglomeraten. Wir sehen jetzt nur 3. In der zweiten Reihe so ein bisschen schräg. Man kann es nur erahnen, sind nochmal 3. Also 6 mal 1,5 ist 9-Volt-Block. Oder wie ist das mit der Rasierschaumdose? Wir haben hier den Sack drin, wo das Rasiergel drin ist. Hier drauf drückt ein Gas. Wenn Sie die Möglichkeit geben, dem Gas zu expandieren, dann läuft das Rasiergel quasi aus diesem Drang aus der Dose raus. Mit der Computertomographie gehen wir weiter. Ich sagte, wir nehmen nicht nur einzelne Röntgenbilder, sondern wir nehmen viele Röntgenbilder, die wir in einem Algorithmus zu einer Punktewolke aufbauen und haben dann die Möglichkeit, Schnitte in beliebigen Ebenen durch ein Bauteil durchzufahren. Beispielsweise eine Klebeverbindung. Das ist ein Bauteil, ungefähr faustgroß. Wir haben ein Grundbauteil und einen Deckel. Wir haben die Situation einer sogenannten U-Verklebung, also das ist das Bauteil, das ist der Deckel, die stecken jetzt übereinander. Und der Kunde wollte zum Beispiel wissen, naja, wie gut ist denn die Klebeschicht? Sie können es hier nur erahnen, wir sehen in diesem Bereich hier das etwas Weiße, was sich von dem Grauen absetzt, das ist der Kleber und sehen, die Klebeschicht ist schon ganz schön schlecht. Nämlich eigentlich sollte der Kleber bis hier oben hingehen und das Bauteil halt vollends umschließen. Wie könnte man es ohne Röntgentechnik prüfen? Na gut, man sägt das Bauteil durch, guckt an der Schnittstelle, ist da der Kleber oder nicht. Vorteil auch recht schnell, wir verdienen damit kein Geld. Nachteil, Sie machen das Bauteil kaputt und Sie sehen das nur an einer Stelle.
Mit Computertomographie haben wir die Möglichkeit, dann virtuelle Schnitte in beliebiger Auflösung durch das Bauteil durchzulegen und dann zu schauen, na, die Klebeverbindung ist ja ein rotationssymmetrisches Bauteil, in etwa ist die nur an einer Stelle schlecht oder an dem gesamten Bauteil schlecht. Wir können Rissausprägungen sehen, oben augenscheinlich an dieser Stelle ein kleiner Riss zu sehen. Wir wollen wissen, naja, wie weit geht denn der Riss hier rein? Wir haben das Bauteil, ein rundes Bauteil, auf etwa 20% aufgeschnitten, virtuell nur, und sehen, naja, wie weit geht denn der Riss hier rein? Ich spule ein bisschen vor, Porosität in einem Kunststoffteil, sowas Ähnliches nochmal. Hier kann man es auch gut erkennen. Also das ist ein kleines Spritzgussbauteil, eine Düse, wo ein Schlauch aufgesteckt wird. Hier durch die Düse, was wird durchgespritzt. Wir haben das Ding tomografiert, haben es in der Mitte virtuell durchgeschnitten und erkennen hier wunderschön Inhomogenitäten, also Lunker im Spritzguss. So, Zusammenbauanalysen gehen auch, beispielsweise hier oben ein typischer Stecker. Also wir haben eine Komponente, haben die zweite Komponente, stecken die zusammen und wollen sehen, naja, wie ist denn die Rastsituation. Unseren Schraubendreher haben wir gerade schon mal gesehen, ein typischer Lichtschalter, kennst du von zu Hause auch, Licht eingeschaltet, Licht ausgeschaltet. In dem Bereich Licht ausgeschaltet, wir sehen, die Feder ist entspannt, Licht eingeschaltet, wir sehen die Knicklinie der Feder. Porositätsanalysen, letzter Bereich, was heißt das? Also bei jeglichem Guss, egal ob das ein Kunststoff-Spritzguss ist oder ein Metallguss, haben wir immer Lufteinschlüsse aufgrund der verschiedenen gießtechnischen Verfahren. Mit Computertomographie können wir das wunderschön visualisieren. Bei so einem PKW-Kolben ist das, was Sie hier so rote Flakes sehen, beispielsweise Porosität. Bei einem Kunststoff-Steckverbinder, also aufgrund der Helligkeit hier draußen nicht so ganz gut erkennen, wir können es auf dem Beamer gleich nochmal zeigen, sehen wir auch verschieden farbkodierte Flecke. Das ist das Lunkervolumen. Wir ordnen hier der Farbe ein Volumen zu. Also quasi je röter, desto größer ist der Lunker und je blauer, desto weniger schlimm, desto kleiner ist er. Praxisbeispiel Kühlschlauch, eine lustige Geschichte. Wir waren auf einer Industriemesse, mein Standnachbar beschäftigt sich mit dem Verkauf von solchen Kühlschläuchen. Er sagte, Mensch, ihr macht doch Röntgentechnik, können wir da nicht mal reinschauen? Folgendes Problem, das Original kostet, der Meter, nehmen wir jetzt mal einen Dummy-Wert an, kostet 100 Euro und die Kopie kostet keine 50 Euro, also weniger als die Hälfte. Von außen sagt er, naja, jetzt sagt mein Kunde, Mensch, guck mal, das ist das eine Teil, das ist das andere. Die haben die gleiche Funktion, also hier Gewinde dran, hier M8, wir haben eine Düse, wir haben hier drei Elemente, das Ding können wir bestimmt knicken und wie soll ich meinem Kunden sagen, dass meins einfach fast doppelt so teuer ist. Dann haben wir gesagt, gut, dann stecken wir es einfach mal ins Röntgengerät rein und sehen schon mal, aha, ganz interessant, wenn wir das Ding gerade gestreckt haben, erkennen wir also, hier ist scheinbar irgendwas an dem Kern, der wird von zwei Seiten eingefahren, also wir sehen einen doppelt konischen Kern, pro Einzelstück, die werden also so zusammengeklickt. Das sieht ja eigentlich so von der Durchflussmenge ganz gut aus. Und dieses Ding hier hat eigentlich nur einen einfachen Kern, einen geraden Zylinder. Da haben wir gesagt, wie ist denn der Einsatzzweck? Bestimmt nicht gerade, sondern gebogen. Also biegen wir das Ding doch mal eben und sehen hier noch viel, viel besser. Durch die Anordnung dieser doppelt konischen Kerne von zwei Seiten haben wir hier einen Volumenstrom, der fast dem entspricht, als wenn das Ding gerade wäre. Wenn wir uns das angucken vom Knick hier und verlängern mal diesen Zylinder, wie gesagt, auf dem Rechner sieht man es noch ein bisschen besser, sagt man, naja, hier kommt ja auch nur die Hälfte vom Kühlmittel durch. Und dieses Röntgenbild, dieses Schlechte, was auf einer Messe eigentlich mal eben schnell entstanden ist, gibt er seinen Vertriebsleuten mit und sagt, schaut mal, das ist kein Wunder, die Kühlleistung von dem Wettbewerberschlauch, der kostet zwar nur die Hälfte, kommt nur die Hälfte als Kühlmittel durch. Plus, wir erkennen dann mit Computertomographie Porosität in den Bauteilen. Wenn Sie das Ding 27 Mal geknickt haben oder stressen oder irgendwas, kann das Ding auch relativ schnell durchbrechen. Und das ist vom Kunststoffspritzguss relativ homogen. Kommen wir zu unserer Kaffeekanne. Mittels Röntgentechnik lassen sich deutliche Unterschiede sekundenschnell erkennen. Nämlich, wir sehen die Original-Kaffeekanne, also ein Original-Röntgenbild von, jetzt muss ich gucken, von dieser, von der Originalkanne von Alfie. Ich mache direkt, damit es nicht so spannend wird, mal das Bild der Kopie. Die unterschiedliche Helligkeit hat nichts mit der Qualität zu tun, sondern ich zeige einfach jetzt mal ein paar Unterschiede auf. Also zum einen sehen wir hier, auch für Sie nicht perfekt zu erkennen, das ist ein massiver Metallgriff und das ist ein Kunststoffgriff. Der Kunststoffgriff ist freundlicherweise nicht angeschweißt oder angelötet, sondern ist nur geschraubt. Blöderweise von innen, das heißt, stellen Sie sich vor, das Ding klappert, da müssen Sie erstmal den Glaskorpus kaputt kloppen, um die Schraube wieder festzuziehen, aber dann erfüllt es nicht mehr die Funktion. Wir sehen ganz deutliche Unterschiede bei gleichem Füllvolumen, dass wir hier den Doppelbalk relativ dicht beieinander liegen haben. Wir sehen hier, dass der Abstand zwischen dem Innenliegen, wo die Flüssigkeit drin ist, und dem außenliegenden Glaskorpus deutlich größer ist. Sprich, die Thermoleistung dieser Kanne ist um ein Vielfaches höher, wenn fast die doppelte Menge an Luft, die hier umschlossen wird als Isolator, als in diesem Bereich. Wir sehen an dieser Stelle auch hier zwei Fehlstellen. Ich weiß nicht genau, was das ist.
Und wir sehen hier an dieser Ecke auch nochmal einen großen Lunker, sprich, wenn wir den Kunststoffgriff, also bei dem, das ist hier der Kunststoffgriff, vielleicht irgendwie mal auf die Tischkante fallen lassen, könnte sein, dass der ganze Griff abbricht, das Ding fällt auf die Beine. Gut, dass wir nicht in Amerika sind und heiße Flüssigkeit auf die Geräten kriegen oder so, dann kann sowas schon mal einen ganz kapitalen Schaden machen. Ich habe das Ding mal auf eine Waage gestellt, wir können es gleich auch mal anfassen, sehen, das Zeug ist auch nicht giftig, also wir sprechen hier über ungefähr 1,3 Kilo bei der Originalkanne und hier um 820 Gramm. Also auch das Thema Gewicht ist ein Qualitätskriterium. Ja, Zusammenfassung auch hier, was machen wir mit Röntgen- oder Computertomographie? Zerstörungsfreie Prüfung von komplexen Bauteilen im Zusammenbau. Von mir aus auch mit dem Stift, das ist auch ein komplexes Bauteil im Zusammenbau. Wir schauen mal eben rein. Wir können Hinterschnitte erfassen. Wir können sehr, sehr stark in Computertomographie 3D-Messtechnik betreiben. Also das, was eigentlich unser Hauptthema ist. Wir messen auf das μ genau. Ein μ ist ein Tausendstel Millimeter. Also eins schaffen wir nicht, aber 2,5 μ ist die Genauigkeit unserer genauesten Maschinen. Wir können sehr stark Messtechnik in Computertomographie betreiben, Wandstärke- und Porenanalysen, wir können diese XTL-Extraktion betreiben, 3D-CT-Schnittbilder, Videoanimationen, wie wir quasi durch das Bauteil durchfliegen, haben wir im Internet bei uns auch ein paar schöne Videos gestellt. Vorteile, erster schneller Eindruck, wie ich gesagt hatte mit dem Röntgen, komplette Erfassung aller außen- und innenliegenden Konturen. Erfassen von Hinterschnitten möglich, Darstellung im Verbauzustand, wir denken an den Lichtschalter, dann irgendeine Verrastsituation, sehr, sehr leistungsstarke Animation und schnelle 3D-Messtechnik und Bemusterung. So, die Grenzen, kommen wir zu Ihrer Frage, sehr große und sehr dichte Materialien, also maximales Gewicht, was wir in unseren Anlagen tomografieren können, ist so um die 100 Kilo. Es gibt größere Systeme, da geht auch eine halbe Tonne rein, aber dann sind wir eigentlich so an der Grenze angekommen. Grenzwertige Ergebnisse bei Materialmix und letztendlich ist es eine hochpreisige Technologie. Also ein Computertomograph in einer vernünftigen Qualität, um ein solches Bauteil wie eine Kaffeekanne zu tomografieren, startet so in der Spielzeugklasse bei knapp 300.000 Euro und geht ganz schnell auch Richtung 400.000, 500.000. Wenn wir über größere CT-Systeme sprechen mit höheren Leistungen, dann wird es auch ganz schnell siebenstellig und das ist auch der Grund, weshalb wir uns im Vertrieb von solchen Computertomographen manchmal halt ein bisschen schwer tun, weil selbst große Unternehmen scheuen sich einfach vor einer Investition. Dafür kann ich Ihnen aber sagen, dass die Dienstleistung bei uns also jedes Jahr sich fast verdoppelt, weil Leute erkennen das Potenzial von Röntgen oder CT und wir profitieren einfach davon, dass wir sagen, na gut, dann bekommen wir einfach genug Bauteile und amortisieren die Anlagen dann damit.